Hallo, 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 der Emero hier mit Let's Play und Your Level. Und der heutige Hack kommt von Buraki D. Da steht es nochmal. Das Level an sich heißt Impact Crater. Ich habe schon kurz reingeguckt. Nachdem Mario vor einem Monat Bowser bezwungen hat, ging unser Held los, um neue Herausforderungen zu suchen. Dann. Herausforderungen schreibt man übrigens mit einem R. Hust, hust. Story 1. Ja, es gibt zwei Story-Abschnitte am Anfang. Zwei kleine. Mario erschrickt nicht. Dies war mal ein wunderschönes Land. Doch etwas Furchtbares ist geschehen. Und durch diese beiden Story-Abschnitte werde ich auch mal durchgehen. Vor einem Monat etwa stürzte ein Meteorit einige Meter weiter vorne ein. Und er schuf einen Pilz für dich. Großzügig. Ach so, das ist das Ziel. Miau! Story 2. So. Was war mit den Meteoriten? Aus dem Krater trat eine rote, dicke Flüssigkeit aus. 2, 3 Wochen darauf war das Land verdorben. Wie man hier sieht. Und so, ne? Mario, geh in den Krater und suche nach Antworten, wie du das Land retten kannst. Viel Glück, gezeichnet Yoshi. Warum muss mir immer dieses blöde Mistviech irgendwelche Aufgaben geben? Warum? Ich hasse es dafür. So der Impact Crater. Und ja, ich weiß erst einmal nicht, warum es ein roter Levelpunkt war. Ob das jetzt thematisch beabsichtigt war, weil Level ziemlich arg rot, oder ob es wirklich ist, weil es einen geheimen Ausgang hat. Auf jeden Fall muss ich da hoch. So. Und hier hoch. Moment. Ach so. Ach so, okay. Aha. Aha. Kann ich in die Röhre rein? Nein. Okay. Ich gehe oben. Ich will oben lang. Ich will den oberen Weg gehen. Der obere Weg, der hatte keinen Chuck. Und ich mag Karl. Gott, ich musste es ja noch erwähnen. Hallo, Chuck. Hallo, Hammerbro. Oh, super awesome, Hammerbrother. Also, man darf ihn ja nicht, unterbeschreiben. Das ist ja der super awesome Hammerbrother, ne? Also, das ist ein Unterschied. Okay. Noch ein Chuck. Chuck, Chuck, Chuck. Und ein Pilz. Warum auch immer. Oh, ja, hallo, Cooper. Warum auch immer die in roten Blöcken sitzen und ihr hört jetzt mal auf hier zu spielen. Das geht ja gar nicht. So, darin kann ich schwimmen. Okay. Und ihr seht auch schon ziemlich fertig aus, Jungs. Da unten war eine Röhre. Geht's denn noch weiter? Es geht trotzdem noch weiter, denn da ist noch ein Pilz. Haha. Und der Abgrund. Okay, dann nehme ich den Pilz mit. Freue mich, weil ich einen Panzer habe, mit dem ich dann sowas machen kann. Ja, 3 auf 1 Streich. Jetzt habe ich den Pilz verloren, aber okay, wir gehen in die Röhre. Tröd. So, was haben wir denn da? Sind in einer Höhle. Eine dunkle, dunkle, rote Höhle. Mit noch einem Pilz. Also, Power-up-mäßig schmeißt mir das Ding Pilze genug um die Ohren. Aber okay. Okay, eine Säge. Ja. Also, wenn du das unter verseuchtem Land verstehst, dann, wunderschön. Hilf mir mal da hoch. Für nichts. Danke. Da, Gott! Oh, habe ich mich bei dem Feuergeräusch erschrocken wie sonst was. Oh mein Gott. Oh Gottchen, oh Gott. Wo ist der Feuerball hin? Und wie komme ich hier hoch? Hilfst du mir mal? Danke. So, ja, du spuckst gleich wieder Feuer und das ist schön laut, ich weiß. Okay, mir gefällt die Atmosphäre. Mir gefällt die Atmosphäre ziemlich, ziemlich gut. Da kann man nichts gegen sagen. Okay, ich bring dich erstmal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, so. Genug Panik und so, ne? Allerdings missfällt mir der Timer. Da steht was von einer Restzeit von 700 noch was und das ist eine Menge. Eine Menge Holz ist das. Ja, gut. Da darf ich nicht zögern. Scheiß mir auf den Panzer. Und machen das so. Und dann kommen dann noch mehr Segen. Ich kenne euch inzwischen und eure Tricks. Und ja, ich springe einfach rein. Weil ich's kann. Bam! In your face. So. Hüpf, hüpf, hüpf. Und hüpf. Und hüpf, haha, wium. What? Das war mir neu. Das ist cool. Was? Ah, na, nein. Was? Ach so, das ist so ein
ausfahrbares Blockgedings. Okay. Autsch. Warum tut mir nicht weh? Wie mache ich den Sprung denn? So mache ich den Sprung. So mache ich den Sprung. Okay. Ducken. Nein! Okay, ich bleib klein. Und ich würde mal einfach sagen, dass ich hier rein muss. Und dass ich ganz kurz pausiere. So, das war das Telefon. Das musste sich ja irgendwann mal melden. Und, oh, das sind... Oh, das habe ich gerade mal als Wand interpretiert und aufgefasst. Gut, dann... Ah, ich verstehe. Mir werden die Stellen von unsichtbaren Blöcken angezeichnet. Das ist nett. Hopf. Und hopf. Okay. Das ist mies. Das ist mies, wie sonst. Was? Okay. Du bist tot. Und du auch. Aber das ist wunderschön gemacht. Also man kann nichts dagegen sagen. Das ist einfach herrlich. Herrlich. So. Oh Gott. Hallo. Hallo, Chuck. Hallo, Chuck. Geh doch woanders spielen. Warum in einer Höhle? Macht es denn hier so viel Spaß? La 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 la. Es muss ja total viel Spaß machen, sich in dieser Höhle zu verstecken. Und diesmal habe ich das geahnt. Yo, 3. Ne? Natürlich. Hep. So. Ich lock die jetzt nacheinander da raus. Moment, nein, ich mach's anders. Panzer? Waffengewalt. Ihr seid am Arsch. Und ich auch. So gut wie. Gut. Ja. Du bist... Muss ich die Stelle hier verstehen? Ich nehme mal an, dass ich da durch kann. Nein, ich kann da nicht durch. Ich habe irgendwo einen P-Switch übersehen oder sowas. Okay. Müssen wir das wohl auf andere Weise erledigen? Ja, indem wir dich erstmal töten. Wie funktioniert das denn noch? Mit einem Shelljump wird schwierig. Na, aber machbar. So, machen wir es so. La la la. Da kann ich durch. Da kann ich durch. Und hier kann ich sicher auch durch. Ja, ich kann durch. Ich kann durch. Tra la la. Du bist erstmal keine weitere Bedrohung. Da haben wir einen P-Switch. P-Switch, den ich erstmal benutze. Weil einfach. Okay. Jetzt muss ich aber ein bisschen überlegen. Hier ist ein P-Switch. Soweit ist das jetzt klar. Okay, hier sind ganz viele Bällchen. Und da sind noch mehr Kugeln, die mich töten. Oh, gut. Sehr, sehr gut. Was stelle ich mit diesem P-Switch an? Ich weiß, es gab hier eine Disco Cooper. Wo war sie denn? Irgendwo hier vorne. Oh, sie ist krepiert. Ich verstehe die Stelle gerade nicht. Autsch. Sekunde bitte. So, wollen wir doch mal gucken. Wie gesagt, ich habe es nicht verstanden. Was passiert denn, wenn... Wenn ich den P-Switch überhaupt nicht brauche. Sondern... Oh. Okay. Nehmen wir den P-Switch mit. Und tricksen uns hier durch die Röhre. Na, klasse. Hi. Was willst du mir sagen? Ohne einen P-Switch solltest du nicht weitergehen. Oh, welch ein Wunder, ich besitze einen P-Switch. Das heißt, ich darf weitergehen. Kann ich da durch? Ja, und jetzt ist die Frage, wofür den P-Switch? Etwa um hier zu drücken? Nein, dann muss ich noch weitergehen. Was auch noch machbar ist. Hier dann wahrscheinlich. Auch nicht. Dann lassen wir dich erstmal hier liegen und gehen zurück. Aus dem simplen Grund, dass da noch ein Sprungbrett war. Oh yeah. Und dieses Sprungbrett müsste auf Lava stehen können. Weswegen wir das da gleich hinstellen wollen. Hinkicken. Stopp. Und zwar genau so. Okay, tut es nicht. Das macht die Sache natürlich noch viel besser. Oh, das geht auch so. Ja, das geht auch so sehr gut. Ah, Gottchen.
Jetzt muss man das nur noch timingmäßig ganz toll hinbekommen. Okay, ungefähr so. Dann muss man daneben landen. Ungefähr so. Und ihn dazu bewegen, in die Lava zu laufen. Awesome. Und hier müsste man das Ganze eigentlich nochmal hinbekommen. Ja, sag ich doch. Grandios. Und da braucht man den P-Switch für. Oh. Nächster Raum geschafft. Sehr gut. Okay. Da-dam. Zelda-Musik. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das müsste aus A Link to the Past gewesen sein. Oder? Täusche ich mich da gerade? Ist es nicht die Musik, wenn es so dunkel, wenn man nach die erste Nacht draußen ist? Ah, what the fucking... Ist es so schwer zu sterben. Aber bedenke, es ist niemals zu spät dafür und du wirst jetzt sterben. Ich mag die bunten Mancha. Ich mag die bunten Blöcke. Bonk, ein Treffer. Und ich mag nicht den rutschigen Boden. Okay, Safe State und wir lassen uns einfach mal hier fallen. Sehr gut. Ja, aber die bunten Mancha, die finde ich echt richtig genial. Das ist ja ein Traum. Das ist wunderschön. Okay, und jetzt machen wir dasselbe nochmal. Ja. Nochmal. Wir landen in der Mitte und kicken das Ding einfach hoch. Und siegen gegen den Big Boo. Oh, Baby. Impact Crater beendet. Ja, ich würde sagen, der Big Boo war das Böse. Und jetzt ist es böse tot. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschö, tschö.